Ovo Crunchy Jockey Creme. Hallo zusammen, heute machen wir Ovi-Jockey-Creme. Das war das mal nicht als Brotaufstrich, sondern als Dessert. Wir machen für 4 Personen. Ich nehme 500 Gramm Milch, tue die in eine Pfanne, 50 Gramm Zucker dazu, 2 Eier, dann 15 Gramm Speisestärke, zum Beispiel Maizena und das Mark von einem Vanillestängel. Geben wir auch dazu. Und dann das Ganze gut verrühren. Dann brauchen wir noch 120 Gramm. Ich nehme Ovo Crunch Schocke, etwas knuspriger. Den können wir schön ein bisschen hacken. Wir haben natürlich jede andere Schocke nehmen, Lieblingsschocke, was auch immer. Dann gehen wir auf den Herzen mit. Und bei mittlerer Temperatur unter ständigem Rühren das Ganze zur Rose kochen. Das heisst, kurz bevor es kocht, so etwa bei 82 Grad rum, ist zur Rose gekocht. Wir merken es auch daran, dass es anfängt zu binden, dass es anfängt fester werden. Sobald das erreicht ist, nehmen wir es sofort vom Herd. Sonst haben wir Rührei nachher. Sobald wir es vom Herd gezogen haben, dann wir es gerade noch durch ein Säbel durchpassieren. Und dann gerade direkt die Jockey rein. Solange das noch heiß ist und rühren, bis die Jockey schön geschmolzen ist. Man kann natürlich auch zuerst die Jockey rein tun und nachher durch das Säbel passieren. Bei der Ovo Crunchy nicht so sinnvoll, weil wir Knusperstückchen drin haben, die nachher im Säbel bleiben hängen. Dann, dass sich kein Hütchen bildet, Klarsichtfolie direkt aufcremen und nachher noch einmal oben drüber zudecken und mindestens 2 Stunden im Kühlschrank kühl stellen. Und dann wäre unsere Ovi Crunchy Schocke Creme fertig. Ich wünsche einen guten zusammen.